Okay, also ne, ich bin immer noch Wiebke, Sinn und Verstand und die Wortweide. Und ich habe eine Session gemacht zum Thema Lesen ist sexy, eine Kampagne für leidenschaftliches Lesen oder leidenschaftliche Leser. Es war mehr so eine Idee, wenn man bei Facebook Lesen ist eingibt, dann bekommt man solche Treffen wie Lesen ist langweilig, Lesen ist doof. Und ich hätte einfach große Lust, etwas dagegen zu starten. Und wir haben in dieser Session mehr ein großes Brainstorming veranstaltet. Was könnte man für Aktionen machen, um Lesen auch mehr in den öffentlichen Raum zu bringen? Es gibt solche tollen Aktionen wie bookshelfporn.tumblr.com oder awesomepeoplereading.tumblr.com, wo einfach Menschen in Lesesituationen gezeigt werden. Coole, sexy Leute, James Dean oder Elvis oder was auch immer. Oder eben Leute zeigen die Bilder von ihren Bücherregalen oder Bücherregale im öffentlichen Raum, werden dort fotografiert, abgestellt. Und warum machen wir sowas nicht? Was ist, lesen wir uns das immer so verkopft? Ja, dann muss man irgendwie wohlfeil über Bücher reden. Aber es gibt irgendwie nichts, was irgendwie so uns Leser mal zusammenbringt. Die Community der Leser, ohne dass es darum geht, über die Inhalte von Büchern zu sprechen, sondern einfach das Lesen generell. Egal ob Lesen auf dem E-Reader, Lesen im Buch, Lesen in der Zeitung, Lesen in der Zeitschrift, Lesen auf der Milchtüte oder der Brötchentüte, völlig egal. Und wir haben uns ganz viele nette Sachen überlegt, was man jetzt so niederschwellig machen könnte, wo jeder mitmachen kann, kleine Aktionstage oder öffentliches Lesen zusammen. Warum immer nur Musiker in der Fußgängerzone, die Musik machen? Warum nicht mal eine öffentliche Lesung sozusagen im öffentlichen Raum? Es sind wirklich lustige Sachen dabei rausgekommen. Wir gründen jetzt eine Facebook-Gruppe, werden uns dort zusammenrotten. Jeder ist eingeladen. Also der Link wird dann eben auch euch zugespielt und ihr dürft ihn gerne veröffentlichen. Und wir werden Leser aller Länder, vereinigt euch.